Und zwar das Materielle, es trägt ein Geheimnis. Es ging letztendlich ja nicht um das schöne Alabastergefäß. Und es ging auch nicht um das Nardenöl, sondern sie hatten einen Akt gesetzt, sich zu entscheiden für einen Lebensstil der Verschwendung. Und irgendwas in ihrem Herzen hat erkannt, ja, es ist wert. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Meine Seele ist bezaubert von dir, von deiner Nähe, die mich so sanft umgibt, von den Worten, die du sprichst und so, wie du mich siehst. Und der Duft deines Namens ist köstlich für mich. Ich bin so gerne da, wo du bist, denn du nimmst meine Schuld und du führst mich voller Geduld. Ich will dein Herz berühren, mit Liedern dein Haus erfüllen, denn es ist genug für mich, dich zu kennen und dort zu sein, wo du bist, um dich anzubeten und dir alles zu schenken, mein Gott. Denn Verschwendung in den Augen der Welt ist das, was ich, ist wie man das, was ich tue, nennt. Doch ich schaue nur auf das, was du denkst. Diese Lehrserie Lied meines Lebens. Ich freue mich so sehr über diesen Titel und dass wir das so wählen konnten. Und ich habe mir ausgesucht ein Lied vom Anton Swoboda, das heißt Dort, wo du bist. Und das war der dazugehörige Text. Und es ist schon ein Lied, das ich oft spiele und singe und es erfüllt wirklich mein Herz. Und ich habe diese eine Liedzeile eben genommen, Verschwendung in den Augen der Welt. Und über das möchte ich heute sprechen. Und es ist ein sehr poetischer Text, also man muss ein bisschen hineinfinden. Was bedeutet das? Ich will dein Herz berühren. Der Duft deines Namens ist köstlich für mich. Also was, was man ein bisschen drüber nachdenken muss, irgendwas, es hat was Lyrisches, eine Poesie in sich. Und das Lied meines Lebens ist vielleicht auch so ein poetischer Text. Es ist ein Lobpreislied, es ist kein Anbetungslied, also es gibt verschiedene Kategorien. Wenn man Lobpreis macht, dann kann man über Gott aussingen, wie er ist, seine Eigenschaften, wenn er heilig ist, das hören wir im Sanctus, bei der Wandlung in der Eucharistiefeier. Oder man singt einfach aus, so wie ich mich gerade fühle, so wie ich Zugang finde zu Gott. Und es ist so ein Lied, das schon auch Eigenschaften Gottes irgendwie repräsentiert, aber vor allem sagt es, ich will dein Herz berühren, ich will dir näher kommen, ich will den Duft deiner Gegenwart schmecken. Und diese Zeile Verschwendung in den Augen der Welt hat mich beschäftigt und ist wie so ein Liedtext über mein Leben geschrieben. Und ich muss sagen, also ich wähle diesen Titel, weil ich glaube, dass wir Träger sind einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und Verschwendung in den Augen der Welt ist ja jetzt nicht so ein nettes Wort. Also Verschwendung ist eher negativ konnotiert. Man denkt, niemand würde gerne Zeit verschwenden. Niemand will gerne Geld verschwenden, sein Leben verschwenden. Es ist eigentlich was, was eher negativ ist. Und warum sehe ich so was Positives darin? Und da will ich euch ein bisschen mitnehmen. Und ich wähle diesen Titel eben, weil ich glaube, dass wir Träger sind einer unsichtbaren Wirklichkeit. Verschwendung bedeutet eigentlich die unsachgemäße Verwendung von Ressourcen. Also über die Maßen drüber. Wir hören das in der ganzen Welt, irgendwie die Ressourcen werden verschwendet. Wir müssen auf den Planeten achten, damit wir noch länger was davon haben. Auch die zukünftigen Generationen. Noch länger was davon haben. Aber ich glaube, es steckt was Tieferes drin in dem Wort Verschwendung und es kann auch positiv sein. Eben genau das, Träger zu sein einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und wir Christen glauben das. Wir glauben, dass es irgendwie eine unsichtbare Welt gibt und dass Gott uns auf diese sichtbare Welt gestellt hat. Aber es gibt so viel im Unsichtbaren. Es sind die Gefühle, Liebe, die wir zueinander ausdrücken. Es sind irgendwie auch die Lieder, die wir so singen, weil die sind nicht wirklich da. Du hast ja den Liedtext, du hast die Akkorde oder die Partitur, aber du kannst es trotzdem nicht so richtig greifen. Also es ist Poesie, die irgendwie in der Luft hängt. Und Verschwendung wurde mir in meinem Leben schon auch öfter zugesagt. Ich habe nach dem Abitur mich entschieden, die J9 zu machen, eine Jüngerschaftsschule hier im Home.
Und ganz viele Leute haben gesagt, boah, Elli, ist es nicht Verschwendung? So hast du so lange in der Schule, hast auf dein Abi zugearbeitet und jetzt verschwendest du 9 Monate deines Lebens. Und viel skandalöser war es noch, als ich gesagt habe, hey, ich bleibe noch ein Jahr länger und ich mache eine Leiterschulung. Ich lasse mich noch ausbilden, was es eigentlich wirklich bedeutet, Leiter meines Lebens zu sein und vielleicht auch Leiter von jemand anderem zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Und mir wird das ganz oft zugesagt, gerade wenn ich zu Hause bin, und ich vergleiche mich sehr oft auch mit den Freunden von zu Hause, die nach der Welt nach einfach viel mehr erreicht haben. Ich bin jetzt 26, ich habe eigentlich noch keine fertige Ausbildung. Ich schließe hoffentlich nächstes Jahr mein Studium ab. Ich bin Missionarin, ich bin abhängig von den Finanzen und von den Spenden anderer, die das für mich geben. Und es ist eine Unsicherheit irgendwie. Ich habe nicht so viel Geld auf der hohen Kante wie andere. Ich kann mir gerade kein Haus bauen und ich kann nicht so viel investieren. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht Verschwendung ist. Und ich hadere trotzdem oft damit und muss mich immer wieder hineinstellen, dass es auch eine Entscheidung ist, diesen Weg zu gehen. Und ich stelle eine These auf bei diesem Vortrag jetzt und sage, das Reich Gottes, das funktioniert anders als unsere Welt. Und meine These ist, es gibt sehr wohl einen Lebensstil der Verschwendung, der erstrebenswert ist und den wir anstreben können in unserem Leben. Es gibt einen Lebensstil der Verschwendung, der sehr wohl erstrebenswert ist. Und es gibt so viele Beispiele dazu und die Welt sagt, es ist ein Skandal, wenn du an Gott glaubst und es ist nicht die Wahrheit. Aber es muss mich erst jemand des Besseren belehren. Und das Reich Gottes funktioniert anders, als wir das kennen. Und es füllt sich eben nicht mit den Reichtümern dieser Welt, sondern mit anderen Reichtümern. Und ich glaube, die Welt erkennt langsam oder immer wieder, und ich bin sehr froh, dass ich immer wieder zumindest ein Stück weit davon erkennen darf. Ich glaube, das Reich Gottes sättigt sich eben nicht aus einem Ich, sondern aus einem Du. Also die ganze Welt erzählt dir ja gerade im Moment eigentlich auch, es sollte mehr um dich gehen, du sollst schauen, dass du deine Projekte umsetzt, du solltest resilienter werden, auf dich schauen. Und das sind alles gute Eigenschaften, aber es dreht sich letztendlich halt immer um dich selber. Und ich glaube, es gibt noch eine Spur mehr und tiefer, und ich rede da sehr oft drüber, eben wenn man nicht auf sich selber schaut, sondern auf Gott schaut letztendlich. Das Reich Gottes, das sättigt sich nicht aus einem Ich heraus, sondern aus einem Du. Und ich habe ein cooles Beispiel dazu. Ich durfte nämlich die letzten Tage in Rom verbringen. Rom, wo die große Stadt, wo sich eine Kirche an die andere und eine Basilika noch schöner als die andere ist. Und ich durfte in den Petersdom gehen und wir hatten echt so Glück, weil das Licht ist gerade perfekt in der Golden Hour so reingefallen in diesen Dom. Und ich war da schon mal ungefähr vor 15 Jahren und ich konnte mich gar nicht mehr an die Schönheit erinnern. Aber ich war wieder dort und habe gesehen, boah, ich darf so schmecken und kosten von dem, wo Menschen eigentlich verschwenderisch sind. Also dieser Dom, in jede Ecke, in die du schaust, jedes Gemälde, das da hängt, das ist mit einer Feinheit und einer Perfektion und einer Vollkommenheit geschaffen, die eigentlich zu viel ist für diese Welt, die es eigentlich nicht wert ist. Und ich weiß, dass viele Nichtchristen es auch kritisieren, warum wir so eine Verschwendung leben in der Kirche, warum muss alles Gold und Stuck sein. Und dann gehe ich vorbei an einem ganz unscheinbaren Vorhang und da steht schon ein Schild, so man darf keine Fotos machen und bitte Stille. Und ich trete hinein und ich sehe, dort ist Anbetung. Also wir Katholiken machen das so, es gibt die Monstranz und darin befindet sich eine konsekrierte Hostie, also was wir bei der Eucharistie feiern, die wir quasi aufgehoben und dort hineinplatziert. Und diese Monstranz ist wie so dieses Zuhause. Und selbst das ist oft wunderschön, das ist golden, das glitzert, das hat Funkelsteine. Und ganz viele Leute sind einfach dran vorbeigegangen. Oder finden vielleicht die Monstranz noch ansehlich, aber das, um was es eigentlich geht, das ist das, was der Inhalt ist, dieses kleine Stück Brot. Und das ist es, worum es eigentlich geht. In diesem kleinen Stück Brot steckt eigentlich alle Kostbarkeit der Welt. Und es ist wertvoller als jedes Gemälde im Petersdom. Es ist wertvoller als alles, was dort vergoldet wurde, als der Marmor, der den Boden ziert und extrem teuer ist. Es ist einfach wertvoller.
Die Monstranz selber ist Träger einer Kostbarkeit. Und ich glaube, so können auch wir Träger einer solchen Kostbarkeit werden. Und es gibt in der Bibel auch viele Stellen darüber, wo geredet wird über Verschwendung und ob das gut oder schlecht ist. Und die eine Bibelstelle, die mich dazu inspiriert und die, finde ich, so gut passt zu diesem Lied, Verschwendung in den Augen der Welt, die steht in Markus 14 und es ist die Salbung Jesu in Bethanien. Und man muss sagen, jedes Evangelium berichtet über eine Salbung Jesu vor seinem Tod. Und in Markus 14, da trägt sich das so zu, Jesus, er hat seine Gefolgschaft, er hat seine Jünger gesammelt und er geht mit ihnen auf den Weg Richtung Jerusalem. Und sie sind kurz vor Jerusalem und Jesus weiß, das ist der Ort, an dem er sterben wird. Und er weiß, es wird nicht mehr lange dauern und der Vater bereitet ihn Stück für Stück vor. Und er wird dort eingeladen in Bethanien in einem großen Haus bei Simon, einem ehemaligen Aussätzigen, den er geheilt hat. Und er wird so eingeladen mit all seinen Freunden. Wer auch dabei ist, ist Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, mit seinen Schwestern. Und ich stelle mir so vor, wie der Lazarus dann so einen VIP-Stuhl kriegt, weil ich glaube, er hatte auch eine krasse Präsenz. Und ich meine, er war derjenige, der von den Toten auferweckt wurde. Also einfach das Ereignis, das sich bestimmt rumgetragen hat in all der Umgebung. Und ich stelle mir vor, sie sitzen so bei diesem Mahl und sie essen gemeinsam. Und plötzlich kommt eine Frau und es gibt verschiedene Auslegungen, aber mir gefällt es sehr gut zu denken, dass es Maria war, die Schwester von Lazarus, die schon immer zu seinen Füßen gesessen hat und die so aufgesagt hat, seine Präsenz. Und diese Frau, sie geht hinein in das Haus und sie hat was in der Hand, ein Alabastergefäß. Alabaster, das ist wie so eine Art Gips. Und man konnte das ganz fein herstellen damals schon. Und man wusste, dieses Gefäß, es trägt eine Kostbarkeit. Und in diesem Gefäß drin ist Nardenöl. Und Nardenöl war extrem teuer. Sie nimmt dieses Gefäß und sie gibt nicht nur einen Tropfen, sondern sie zerbricht es und sie leert den ganzen Inhalt über das Haupt Jesu. Und alle, die drumherum sitzen, schreien auf und sagen, das ist ein Skandal. Wie kann sie das hergeben? Wie kann sie das tun? Sie nimmt das Gefäß und sie nimmt nicht nur einen Tropfen, sondern sie zerbricht es und leert bis auf den letzten Tropfen alles über das Haupt Jesu. Nardenöl war ein sehr teures Importgut. Man konnte das nur aus Indien importieren. Es war extrem teuer. Die Menschen damals, sagt man, haben so ungefähr einen Denar am Tag verdient. Wenn du so circa 300 Arbeitstage im Jahr hast, abzüglich der Sabbate, dann bleiben dir 300 Denare als ein Jahresgehalt. Und es war unfassbar teuer. Und so wird geschätzt, so teuer war dieses Öl, das sie ausgegossen hat über ihn. Und zu Recht, oder, sagen die Jünger, das ist Verschwendung. Man hätte so viel Gutes tun können mit diesem Geld, wenn wir das verkauft hätten. Aber ich glaube, Maria, sie hat etwas erkannt. Und zwar das Materielle, es trägt ein Geheimnis. Es ging letztendlich ja nicht um das schöne Alabastergefäß. Und es ging auch nicht um das Nardenöl, sondern sie hat einen Akt gesetzt, sich zu entscheiden für einen Lebensstil der Verschwendung. Und irgendwas in ihrem Herzen hat erkannt, er ist es wert, alles zu geben. Er ist es wert. Und der Akt, wenn man versteht, was dahinter steckt, das war für die Frau wie eine Investition in ihre Zukunft. Viele haben das zurückbehalten als Mitgift, wenn sie verheiratet wurden. Viele haben das zurückbehalten ja als eine Perspektive für die Zukunft, wenn der Mann stirbt und sie als Witwe weniger Rechte haben. Und sie gießt alles aus, und zwar in einem Moment, verschwenderisch. Über die Maßen. Wenn man so ein Parfümfläschchen anschaut, wenn wir das heute benutzen, ich habe meins heute auch früh schon benutzt, dann ist eigentlich oben so ein kleines Pumpgerät oder so ein Zerstäuber, damit eben nicht zu viel Essenz hervortritt, damit eben nicht alles sofort verschwendet und ausgegossen wird. Manche Leute, glaube ich, die laufen so rum in einer Parfümduftwolke und die ganze Welt kriegt es mit, aber eigentlich ist es ein dezentes Gut, das du
sparsam einsetzt. Und sie tut eben genau das Gegenteil. Genau das Reich Gottes funktioniert anders als diese Welt. Und man könnte sagen, dieser Akt, dass sie Jesus gesalbt hat, es war wie der Akt von der Lebensübergabe. Und sie hat gesagt, hey Gott, ich bin, wenn du wirklich der bist, von dem ich glaube, dass du bist, der Messias, der Erlöser, dann bist du alles wert und ich gebe mein Leben hin für dich. Und die Zukunft, die sie hatte, die ist weg. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, was aus der Frau wurde und ob sie das Geld nicht hätte gut brauchen können. Aber ich glaube, in ihren Augen zweifelt sie keinen Moment daran, dass es verschwendet ist. Sondern sie nutzt es als Vorbereitung. Und Jesus selbst sagt auch, auf alle, die Aufruhr stiften, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und wenn man so weiter schaut, Jesus, er steht eben kurz vor Jerusalem. Er weiß, das ist der Ort, wo er sein Leben geben wird. Und das ist letztendlich seine Salbung für sein Totenbegräbnis. Weil wenn er stirbt, dann muss alles sehr schnell gehen. Es ist ein hoher Festtag. Sie haben nicht Zeit, ihn lange einzubalsamieren. Er sagt, sie tut ein gutes Werk an mir. Und sie gibt zwar ihr Erbe hin und verschwenderisch, aber in Markus 14 steht auch, zu ihrem Gedächtnis. Man wird daran erinnert, man wird daran denken. In der Eucharistiefeier haben wir auch ein Wort, tut dies zu meinem Gedächtnis. Bei einem anderen Abendmahl hören wir das. Und das ist ihr Erbe, das sie eigentlich mitnimmt. Das ist ihr Anteil an dem Ewigen. Weil sie salbt Jesus und dieser Wohlgeruch und dieser Duft, er trägt ihn bis ans Kreuz und er steht leibhaftig auf. Und wahrscheinlich duftet er noch immer nach diesem Nadenöl, nach dieser Verschwendung, die Frau bereitwillig getan hat. Und man kann so zwei extreme Motive gegenüberstellen. Die Jünger, symbolisch der Judas Iskariot, der aufschreit und er war so zuständig, um das Geld zu beherbergen. Er hat gesagt, man hätte so gut es damit tun können, man hätte den Armen helfen können damit. Also Verschwendung einfach. Und Maria sagt aber, sie liebt verschwenderisch, weil Gott es wert ist, weil Jesus es wert ist. Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich nicht, dass Judas das Geld wirklich den Armen gespendet hat. Weil das Kapitel, das wir danach lesen, direkt anschließend an diese Salbung in Bethanien ist, dass Judas in seinem Herzen gefasst hat, Jesus zu verraten. Er geht zu den Pharisäern und er verhandelt den Preis für den Verrat Jesu. Also er denkt eigentlich nicht an die Armen. Letztendlich denkt er eigentlich, aber es wäre für mich dabei rausgesprungen. Wenn ich es verkauft hätte, hätte ich mir ein bisschen was davon abzwacken können. Aber der Akt der Frau, der bringt es in Judas vielleicht auch hervor und der verfestigt so seine Gedanken. Und ich glaube, sie ahnt nicht wirklich, was sie da getan hat. So wie wir im Lobpreis auch nicht wirklich erahnen, was wir da tun. Aber es ist Verschwendung. Und es ist es wert. Und das, was sie tut Jesus etwas Gutes. Und der Vater, glaube ich, will Jesus auch etwas Gutes tun. Denn er lädt ihn ein, kurz vor seinem Tod, zu diesem Mahl bei Simon in Bethanien. Und er bereitet ihn einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Weil Judas ist der, der ihn verraten wird. Und er lässt ihn salben mit Öl. Und es ist eine Stelle in der Bibel, an die wir uns erinnern und die die ganze Welt eigentlich kennt, die wir lesen im Psalm 23, der gute Hirte, denn du hast mir den Tisch gedeckt im Angesicht meiner Feinde, mein Haupt gesalbt mit Öl. Und genau das vollzieht sich dort eigentlich auch. Und der Vater, glaube ich, er bereitet Jesus vor auf das, was kommen wird. Im Tal der Todesschatten. Und er wird durchgehen durch diese schwere Woche in Jerusalem und er wird sein Leben geben am Kreuz. Und diese Frau hat etwas getan, was die Welt nicht versteht. Aber es ist so wichtig für diese Welt. Und Jesus selber, kann man sagen, er hat ja eigentlich auch ein verschwenderisches Leben geführt. Also wenn ich mich dort hineinstelle, er war 30 Jahre in der Verborgenheit, hat er gelebt auf der Erde. Man weiß nicht viel über diese Zeit, aber es war auch eine Zeit der Vorbereitung, so wie diese Salbung in Bethanien eine Vorbereitung war.
Dann war er 3 Jahre, ist umhergegangen und er hat keine großen Stadien gefüllt, sondern er hat investiert in 12 Männer. Und am Tag seines Todes ist es noch einer, der bleibt unter dem Kreuz. Einer verrät ihn und einer verleugnet sein Leben, ihn zu kennen. Und das ist die Perspektive, wie die Welt sie sieht. So, es war eigentlich Verschwendung. 33 Jahre auf dieser Welt, er hat ein paar gute Worte gesagt und es war ganz nett, aber man nimmt sich nicht so viel daraus mit. Aber das Ding ist, die Geschichte, sie ist noch nicht vorbei. Und jetzt, wo ich in Rom war, ist mir das wieder so bewusst geworden. Die Geschichte, sie endet nicht dort am Kreuz und sie endet auch nicht mit dem einen, der unter dem Kreuz steht, sondern Jesus, er kommt wieder und er steht leibhaftig auf und er begegnet seinen Jüngern und er holt sie zurück an sein Herz. Und sie sagen erneut, Jesus, ich will dein Herz berühren, will erkennen, wer du wirklich bist, wenn du der Messias bist und das hast du uns gezeigt mit deiner Auferstehung, dann will ich Teil dieser Geschichte sein. Und das waren sie auch. Rom ist so das Zentrum der Weltmission und es ist wirklich so, eine Basilika und eine Kirche reiht sich neben die nächste. Aber von dort aus ist so viel ausgegangen. Der Glaube in Europa hat sich unter anderem von Rom aus verbreitet. Dieses Wort, alle Wege führen nach Rom, alle Straßen führen nach Rom, geht auch auf das zurück. Und der Petersdom, stellvertretend dafür, dass Petrus dort sein Leben gelassen hat, er ist gestorben für diese Wahrheit. Er hat Jesus zwar verleugnet, aber im Endeffekt ist er zurückgekommen und hat sein Leben dann doch gelassen für das. Und sie haben Anteil genommen an dem. Also wenn ich das zusammenfassen würde, dann ist es so, Verschwendung ist eigentlich eine Frage der Perspektive. Ich kann sagen, du verschwendest dein Leben, schreibst 3 Jahre an deiner Doktorarbeit oder so, für das, dass ein paar Leute das lesen, aber du sagst, nein, das ist das Wichtigste gerade im Moment für mich, weil ich investiere in die Zukunft von diesem Fachbereich, ich investiere in was viel Größeres, was die Menschen, die dich kennen, oft nicht verstehen. Jesus sagt, sie hat Anteil genommen an meinem Leben und sie hat ein gutes Werk vollbracht und ihr versteht es jetzt vielleicht noch nicht. Die Welt sagt, das ist ein Skandal, aber das, was geschieht, das geschieht in der Souveränität Gottes. Darüber hat die Lisa auch letzte Woche gelehrt. Und dann kann man sagen, eben das Leben Jesu war Verschwendung, aber ich glaube, weder sein Leben noch sein Tod war Verschwendung. Und in den Augen der Welt, da ist diese Perspektive der Ewigkeit schwer zu fassen. Aber mein Statement und ich glaube, der Lebensstil der Verschwendung, es ist eine Entscheidung. Und das Erbe dieser Frau, es trägt sich hindurch durch 2000 Jahre Kirchengeschichte und wir lesen heute davon und wir sind hineingenommen in das. Wir haben Anteil daran. Ich glaube, so in den Extremen des Lebens, da stellt sich dann heraus, wofür hast du dein Leben wirklich verschwendet? Und wenn ich dir was mitgeben würde, viele wollen das so ein How-to, wie gehe ich jetzt damit um, dann sage ich einfach, nimm dieses Lied, wenn ich das angesprochen habe, Verschwendung in der Augen der Welt, ist, wie man das, was ich tue, nennt und sing das aus über dein eigenes Leben zu Gott hin. Nimm diese Bibelstelle von Markus 14, liest es und hör darauf, nach was schmeckt es für dich? Was zeigt Jesus dir in dieser Bibelstelle heute an dem Tag? Liebe verschwenderisch dort, wo du bist. Es gibt so viele Geschichten, wenn ich dir erzählen sollte. Es war nicht nur dieser eine Jünger unter dem Kreuz. Es sind so viele Dinge, die gerade auch im Sommer passieren, wo man einfach Anteil haben kann. Ich habe heute in der Früh gelesen in der WhatsApp-Gruppe, es sind hunderte von jungen Leuten nach Mallorca gereist. Die haben dort einen Outreach beherbergt. Die spenden ihren Urlaub dafür, um Verkündigung und Evangelisation zu betreiben am Ballermann, an einem der dunkelsten Orte, da wo Alkoholtourismus prädestiniert ist, wo die Leute hinfahren, um ein Wochenende zu vergessen, wer sie sind. Und sie erzählen die krassesten Geschichten und es bewegt mein Herz zu hören, wenn sie Leute treffen. Sie waren auf einem, haben einen irischen Junggesellenabschied getroffen und
Eigentlich waren alle betrunken und sie sind schlafen gegangen, aber die Schwester der Braut, sie war nüchtern und sie steht auf in der Nacht und sie geht zum Strand und sie lässt sich taufen. Und am nächsten Tag verkündet sie in den sozialen Medien, dass sie ihr Leben Gott geben will. Das ist Verschwendung der Welt. Das ist Hineintreten in die Verkündigung. Das ist unser Auftrag. Also geh hin, nimm dir diese Zeit, überleg dir, wo ist der Ort, wo ich mich verschwenderisch hineinlieben will? Wo gieße ich mein Öl aus, das ich sammeln auf dieser Erde? Wem erzähle ich von den Zeugnissen, die mich erreichen? Wo ist der Kanal, wo ich Leute erreichen kann, um hinauszutragen, was ich erlebt habe mit Gott? Und finde dein eigenes Lied, dein Lied deines Lebens. Jesus, ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, was es wirklich bedeutet, dich verschwenderisch zu lieben und nichts mehr zurückzuhalten. In dieser Welt zu sein und doch die Perspektive zu haben auf das, was danach kommt. Und Herr, ich bete, dass du Menschen entzündest, dass wir bereit sind, wenn es darauf ankommt, unser Alabastergefäß zu zerbrechen, das Öl auszugießen über dein Haupt, einfach weil du es wert bist. Und selbst wenn die Welt sagt, Verschwendung in den Augen der Welt, aber ich schaue nur auf das, was du denkst. Amen. Sunday Morning. Dein Abenteuer mit Gott.